tjener og kjellergarten sinning far. Han ich das gehört han, han ich denkt, das ist gar nicht wahr. Es kann doch nicht sein. Doch dann bin ich Glas wie, han ich erfahren. Dass es Leute gibt, wo da drin sind gewisse Gefahren. Doch sind die Gefahren nicht grösser ohne dir. Ich kann es nicht verstehen, wünscht mir sogar, es wären vier. Denn bis jetzt sind's bloß drei Hühner und eine von diesen Hennen. Die ist schon ziemlich alt und das steht jetzt nicht in meiner Gewalt. Ich wünschte mir, vor sich und zur Ruhe, noch ein paar Bibeli dazu. Ein paar Bibeli für Kind zum Spielen und zum Lehren. Was die Natur bedeutet, das Tier bedeutet und Natur kennenlernen. Ist mir für Kind und erwachsene Tier und sogar vier. In der Stadt. Wir brauchen die, sonst machen sie uns platt. Sie sind läss und wertvoll und jetzt sogar Pflicht an dem Punkt vor der menschlichen Geschichte. Sie könnten Krankheiten übertragen. Das muss man sicher genau erwägen. Aber vor allem muss man sie halt richtig pflegen. Der Schillergarten Wiedeke ist doch genau so ein Ort, wo Mensch mit Tier und Kind, mit Hühnern fort und fort. Das könnt lernen, was es braucht und wie man merkt, eben nicht gefährlich wird, sondern einem nur stärkt. Wir und die Hühner lassen uns nicht aus dem Quartier vertreiben. Wir wollen, dass der Schülergarten Wiedeke kann bleiben. Das Leben ausrotten und alle potenziellen Gefahren stoppen. Nein, Gott, umgehen mit dem, was ist. Ort erhalten zum Erleben und zum Lehren. Dass schöne und gute Sachen halt Zeit brauchen. Hingehen und Aufmerksamkeit. Grüne Oasen in der Stadt. Wir brauchen die, sonst machen sie uns platt. Sie sind läss und wertvoll und jetzt sogar Pflicht an dem Punkt vor der menschlichen Geschichte. Wenn ich euch das erzählen will, ich erreiche, dass ich euer Herzen kann erweichen und davon überzeugen, dass die Hühner noch ein Weile weiterfliegen können. Ein bisschen aufpassen, dann muss man immer. Nicht. Aber dass es nicht wird, immer noch schlimmer. Braucht es Möglichkeiten zum Lernen für gross und klein. Wie Menschen mit Tieren sollen sie und drum setzen wir uns ein. Grüne Oasen in der Stadt. Wir brauchen die, sonst machen sie uns platt. Sie sind läss und wertvoll und jetzt sogar Pflicht an dem Punkt vor der menschlichen Geschichte.
so schreibet deinen Namen auf Papier. Und Hühner, Tier, mir und Hühner danken dir und dir. Der grüne Ort in dieser Stadt ist eine wichtige Oase. Es weiterhin ein guter Wind und die Strasse kann blasen. Gesunder Luft, die Natur kann verströmen, feinen Duft. Wir brauchen das für unser Glück. Kind, Erwachsene, Menschen und Tier. Stück für Stück und sogar vier.